Und damit wieder mal ein Herzhallo zu einer weiteren, ich hoffe, entspannten und erfolgreichen Runde 7 Days. Ich bin in den letzten Vorbereitungen, mir das Material zu nehmen, was möglich ist. Ja, mehr ist halt nicht. So. Schießpulver haben wir noch genug drüben. So, hier ist nichts mehr zu reißen. Ich nehme den Rest mit und mache den drüben in der Werkbank bei uns in der Garage. Da spare ich mir dann zumindest auf den letzten Drücker den Weg hier rüber. Ist ja nur doch jedes Mal ein ganzes Stückchen Weg, was ich zurücklegen muss. Und da gut ist noch immer völlig außer Atem. So, lass uns mal schauen. Munitionsmaterial. Also da ist noch ein bisschen Schießpulver, da sind noch ein paar Hülsen. Ja. Und Geschossspitzen ist auch. Nehmen einfach mal alles mit, mal gucken, was wir noch reißen können. Zumindest, dass wir sagen können, ich habe alles Mögliche an Munition da. 23 Minuten. Naja. Wir werden sehen, was fertig wird. So. Das wäre die Munition, die wir zur Verfügung haben. Und plus das, was dann eventuell noch bei rauskommt. So, ich habe elektrische Teile zum Reparieren, ich habe Eisen zum Reparieren, ich habe Stahl zum Aufwerten und Reparieren. Ich habe was im Fernkörnchen, ich habe das. Den Rest habe ich schon mal rausgepackt, ich habe was zum Aufwerten, zum Reparieren. Beton und Zeugs haben wir drüben. Holz, ja. Holz ist so das Übel, was mir am meisten aufstößt, weil da habe ich keine Zeit mehr gehabt, noch was zu schaffen. Zu essen habe ich diesmal das. Gibt ein bisschen mehr Gesundheit und volle Nahrung. Sollte reichen. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Die Zange ist drüben. Ja, jetzt noch Munition kaufen beim Händler. Wäre Quatsch. Weil ich sage mal, ich halte einfach drauf, was es kann, kann es. Und was nicht, dann ist es halt so. So. Ja, und dann lass uns noch mal rübergehen. Ich mal die letzte Aufwertung machen. Ich hoffe, es kommt nicht noch mal eine Schreierin-Horde oder sowas. Das wäre natürlich jetzt völlig fatal, weil das kostet uns alles unsere teure, schwer erarbeitete Munition. Ja, Ziel ist es dann ganz dringend nach dem Blutmond Munitionsbeschaffung, zumindest Messingbeschaffung. Ja. Lassen wir hier vorne halten. So, Stachelfallen habe ich noch eine Handvoll. Aber auch das bringt uns nicht wirklich weiter. Kann ich hier rüberholen? Ja. Da. So, wir hatten gesagt, wir werden die auf. Ich runterfalle dann. Da. Die maximale Stabilität haben. Was haben wir jetzt noch? 239. Das muss zum Reparieren reichen. Wenn die Treppe kaputt geht, dann hüpfen die. Wenn die kaputt geht, haben wir einen Zonk. Also drüben noch reparieren oder aufwerten. So. Passt das? Ja. Das ist... Ja. Mehr wird nicht. Gut, Munition haben wir. Wir gehen nochmal hoch. Noch sind ja ein paar Minuten Zeit. Ach so, hier unten die Stachelfallen hinstellen. Zumindest, dass man ja so ein gewisses Maß an... Da. Die hier gerade, damit ich nicht reinfalle. Ist ja immer so witzig. Wie sehr ich es doch gewohnt bin, in die eigenen Stachelfallen reinzurennen. Puh, ein bisschen Aufregung macht es schon breit. Wird es denn wieder so eine Luftnummer wie beim letzten Mal? Was heißt Luftnummer? Letztlich die Bodenfalle hat ja funktioniert. Die hat ja genau das getan, was es sollte. Die hat uns vom Tod beschützt. Aber es war natürlich jetzt wenig Action dabei. Das ist ja das, was so eine
den Blutmond ja eigentlich ausmacht. So, hier, die stellen wir nicht zu. Wir stellen wir nur hier um die Säulen, damit die vielleicht abgehalten werden, davon dagegen zu klopfen. So. Hüpf. So. Hier noch. Oh Mann. Na toll. Das schöne Material. Wenn ich dran denke, was hier wieder an Material reingeflossen ist. So. Ja, ich könnte den Rest jetzt noch stellen, aber auf. Komm mal. So, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme zwar runter, aber nicht wieder hoch. Auch witzig. So, und da die ja sowieso hier lang gehen. Zumindest haben die ersten dann schon mal ein bisschen einen kleinen Schaden. Also ungefähr so einen kleinen Schaden, wie ich ihn habe. Haha. Ja, mal schauen, ob wir die Munition da drüben dazu bewegen können, schneller durchzulaufen. So, die sind alle. Aufgewertet ist alles, repariert ist alles. Ich komme da runter, komme da hoch, muss dann halt sehen, dass ich die Treppe noch abbaue. Munition ist nachgelegt. Ich habe Reparaturzeug einstecken. Munition, trinken, was zum Helfen, was zum Heilen. Ja, vom Prinzip her. Wenn jetzt nichts Schlimmeres passiert, was heißt nichts Schlimmeres, aber wenn jetzt nichts mehr passiert, ist das unsere Voraussetzung für den Blutmond. Ich lasse das Spiel jetzt sozusagen noch ein paar Minuten laufen, auch wenn ich jetzt nichts weiter tun kann, also nicht wirklich tun kann, damit vielleicht noch ein bisschen die Munition durchgeht. Und wir sehen uns dann sozusagen mit Beginn Blutmond, also 2-3 Minuten vorher wie immer, ihr kennt das ja, drüben in der Hordenbase und dann kann es losgehen. Ich stelle wieder auf 60 Minuten ein und diesmal die Anzahl der Zombies eine Stufe höher. 16 war es zuletzt. Mal schauen, was die nächste Stufe ist. Kann ich es gar nicht sagen. Werde ich dann rauskriegen. Also Hordenvoraussetzungen sind dann etwas krasser als beim letzten Mal. Was ist krass? Ein bisschen mehr. Wir müssen mehr Zombies abarbeiten oder es kommen mehr. Mal schauen, wann wir dann ein Maximum erreicht haben, wo uns dann der Rechner die Arbeit verwehrt. So, mal gucken. Naja, 16 Minuten noch, da. Es könnte knapp werden. Also, drückt bitte Daumen, dass wir so viel wie möglich Munition haben. Und ansonsten liegt alles in den Händen der Apokalypse, nicht mehr in unseren. Also, bis gleich. Ja, Freunde, es gibt kein Zurück mehr. Wir sind sozusagen mittendrin statt nur dabei. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wenn nicht, ist es jetzt eh zu spät. Waffe ist geladen. Waffe ist geladen. Wir reparieren die Vorsichtshalber nochmal. Ja, haben wir. Okay. Na dann. So. Ich nehme das. Ich esse vorher noch was. Ich pfeife mir hier eine Vitamine rein. Ich trinke mir einen Kaffee. Und jetzt? Sie laufen den richtigen Weg.
funktioniert schon mal. Hilfe, ich wollte gar nicht dahin. Ich wollte nicht. Ich wollte doch nur die Tür aufmachen. Wo ist das laut? Noch was? Können wir vielleicht ein bisschen Munition sparen? Nee. Au. Die MP5 macht ja richtig Spaß. Test von der anderen Weg. Okay. Das bleibt sozusagen für die der normale Weg. Wie schaut's denn hier aus? Hilfe! Das läuft. Ah, der erste Besucher. Mal runter gucken. Sieht gut aus. Zu funktionieren. Game Stage war 178, okay. Gucken. Michel. Boah, das hämmert in den Ohren, das ist unglaublich. Und dann... Mal schauen, dass wir reparieren können. Das scheint ganz zu sein. Thank you.
einen Termin beim Ohrenarzt. Das hat ja erstmal geklappt. Nein, nicht noch einer. Die Nacht ist da längst nicht vorbei. So. Noch so einer. Jetzt übertreibst du das Spiel aber. Aber es hält. Wenigstens ist wenigstens ein bisschen Action da, nicht wie das letzte Mal. Der nächste. Mal gucken, ob wir den da drüben weggesnipert kriegen. Okay, gut.
da wieder einer. Ja, halt, komm. Fall runter. Okay. Schade, dass jetzt Elektrozäune ausgefallen sind. Und die hat es komplett zerlegt. Munition hat man nie genug. Die Flinte hat sich gelohnt. Ja, Nacht ist er gleich um. Also hier wirklich die Chance kriege zu reparieren. Zumindest, die haben so lange Affenarme. Na komm. Mal schauen, ob da noch eine Schreierin kommt bei dem Krawall. Ja. So, zack. Was kommt denn jetzt noch? Naja, sieht nicht mehr so gefährlich aus. Vorsicht halber. Jeder Tropfen kann helfen.
dir die mal auf. Vielleicht kommt dann doch noch so ein Sprengomat. Munition haben wir zum Glück genug. Ja. Da. Jawohl. Schade. Da unten ist noch einer. Ja. Letzten Nachzügler. Waren Sie das jetzt? Das ist schön, wenn mitten im bösen Kampf das Telefon klingelt. Na gut. Puh. Meine Ohren. Ja, Munition ist natürlich... Ja, sagen wir so. Wer braucht schon so viel Munition, oder? Ich pack das Zeug mal hier rein. Mit noch Platz in der Tasche haben. Können wir mal lernen. Knüppel. So. Die lassen wir auch hier. Kaffee lassen wir hier. So. Na gut, dann lass uns mal das Elend begutachten. Hey. Was wir hier fabriziert haben. Treppe. Ja, gut. So. Ah ja, gut. Aber hier war mir es lieber, wenn das zerstört wird. Machen wir vor, so eine Kiste. Da. Nehmen wir erstmal, sortieren wir die Kiste und dann können wir gleich mal aussortieren. Vielleicht ist ja das Buch dabei, auf was ich schon seit Ewigkeiten warte. So. Oh, ist das ein gutes Gefühl. Jetzt möchte ich aber keinen mal wieder hören, der meine Aktion hier disliked oder sich darüber beschwert. Ich habe überlebt. War nicht wirklich in großer Gefahr. Und wir hatten Action. Also langweilig war sozusagen hier nicht viel. So. Gucken wir mal hier hinten. Ah, die haben sich schön auf die Wege konzentriert, die für sie gedacht waren. Insofern alles richtig gemacht.
Ja, das sind so kleine Mini-Schäden, die sind jetzt nicht so wild. Gucken wir nochmal rum. Und du da einfach ein Buch. Und mal das, damit wir mal gucken können. So. Ja, durch die Explosion. Ja, die machen aber auch verdammt viel Ärger. Aber hat gehalten. Dadurch, dass es doppelt belegt ist, hat es gehalten. So, hier sieht auch gut aus. Ja. Die Klappe passt. So, gucken wir mal hier drüben. Nö, im Großen und Ganzen kann man, naja, es gibt so ein paar, ja, wo man sagen kann, die haben arg gelitten, aber ich habe ja auch drauf gedämmert. Und gerade mit der panzerbrechenden Munition, die hat ja auch einen Haufen Blockschaden. Okay, cooli die Muli. Was war denn hier? Was ist denn hier gelandet? Hm, bei was? So. Achso, wir wollten ja mal gucken, was wir in der Kiste eingesammelt haben, oder? Das interessiert uns ja jetzt mal. So, ich schmeiß mal alles rüber und dann sortieren wir es mal. Was haben wir denn? Wir haben eine Stahlaxt gekriegt. Cool. Wir haben eine Knarre gekriegt. Auch cool. Feuerwehraxt, Schaufeln, ja gut. Können wir versetzen. Bisschen was zum Heilen. Was zu essen, komm. Da hast du dir verdient. So, ein bisschen Yucca-Saft, was zu trinken, zum Auffrischen. Ein bisschen Geld. Ein bisschen hier, ein bisschen Allgemeinzeug. Kommando-Outfit, ja. Ein Bier. Los, komm, lass uns ein Bier trinken zum Feierabend. Mm. So. Dann haben wir viermal Fahrzeuge. Cool. Was? Panzerbrechende Robotikgestützte Munition. Na toll. Erfahrung verbessert Fertigkeit von Robotik. Okay. Jetzt will man Sammelwerkzeuge. Jetzt können wir Knarre Quali 2 freischalten. Prima. Mit der 44 Waffe kostet Sprinten weniger. Ja. Dazu müsste ich die einstecken haben. Dann nochmal Handfeuerwaffen. MP5 freigeschaltet, Quali 4. Ja, wir haben die Dreier, die war echt gut. Dann haben wir hier Verbesserung von Fallen. Endlich Elektrozaun, Pfeile und Klingen freigeschaltet. Nun können wir auch endlich was Elektrisches machen. Cool. Dann, glückliche Sammler. Du weißt, wie du suchen musst, überall Geld finden, finde mehr Dukes in Beute. Prima. Und hier nochmal Bögen. Compoundbogen Qualität 6. Ich glaube, das war der erste, den ich mir baue. Der macht richtig was Tolles. Mit allen drum und dran. Und viermal Knüppel. Nun können wir auch fünfer Stahlknüppel machen. Ja, und den Rest kennen wir und ein bisschen Munition. Das lernen wir noch. Gut. Ach, hier ist sogar noch ein bisschen Messing dabei. Und hier ein Band 7. Würde ich sagen, ja. Durchaus gelungene Aktion. Das bringe ich zum Händler. Da freut er sich nämlich. Das auch, die brauche ich nicht. Eisenschaufel. Welche haben wir denn? Ich glaube, wir können mittlerweile Stahlschaufel herstellen. Die Sachen würde ich behalten. Erstmal, das geht mit zum Händler. Das auch. Stahlwerkzeugteile braucht man, kann ich später holen. So, und ansonsten Munition passt. Cool. Achso, ich wollte ja mal hier unten gucken. Naja, ein bisschen Schaden hat es gemacht. Wenn ich wieder an die Stacheln. Aber ansonsten, die Falle lief perfekt. Nahezu perfekt, zumindest das, was ich gesehen habe. Gut. Und der Rand, ja, ist nun mal so. Wenn so ein Demolisher weggepustet wird, dann fliegen da schon mal ein paar Cobblestones, oh Gott, naja, ein bisschen Pflastersteine, durch die Gegend. Wir haben Tag 43. Ich fahre schnell mal kurz zu Hause vorbei, hol mal noch schnell die Sachen aus der Kiste. Den anderen Rest sortiere ich dann später weg. Da.
Ja, und wir sind frei. Die nächsten 7 Tage haben wir erstmal Ruhe. Zumindest vor solchen Freunden. So, hier, das kann weg, das kann weg, das kann raus, das und die. Das Geld kann noch mit, das Messer kann noch mit. Die Sachen, habe ich ja gesagt, gucken wir uns später an. Das kann auch erstmal hier bleiben. Die Kommandorüstung kann hier bleiben. Ich nehme das Geld mit, falls es was Tolles gibt. So, dann lass uns mal gleich hier reingucken. Was haben wir denn? Nochmal eine Bunkerknacker-Mod, aber die haben wir ja eigentlich. Guck nochmal nach. Stacheldraht-Mod. Ja, vielleicht mache ich mir noch eine zweite Waffe fertig, die ich bloß wechseln muss. So, und hier Bücher. Wir haben zweimal noch Knüppel. Zweimal noch elektrische Handwerksfähigkeiten und Schrotflinten. Naja, das Spiel weiß, was gut ist. Was ich mag und was nicht. Ja. Das ist die Munition, die nicht mehr fertig geworden ist. Die könnte ich sozusagen nicht mehr mitnehmen. Sonst wäre es zu spät geworden. So, guck mal, wir können die 1er Axt mitnehmen. Wir können den Vorschlaghammer mitnehmen. Wir können. Was? Da ist er. Ja, ich muss unbedingt sehen, dass ich das Gelände hier ausgelegt kriege. Weil die spawnen wir immer hier drinnen. Letzte Nacht ist hier ein Wolf drinnen, mitten im Gelände gespawnt. Was natürlich nicht besonders sexy ist. Weil da gehört er nun mal nicht hin. So. Bei was bin ich stehen geblieben? Auf einen Rest. Mit einfach mal die ganzen Reste loswerden. Klauenhammer brauchen wir nicht mehr. Der kann hier weg. Jagdgewehr, mit dem spiele ich nicht. Die Schrotze kann weg. So. Hier ist noch ein Heft zum Lesen. Noch eine AK. Kann ich denn irgendwas hier lassen derweile? Ich lasse mal mein Messer hier. Oder obwohl, nee, die Verbände. Messer könnte ja sein, dass unterwegs irgendwas Leckeres kommt, was wir sammeln müssen. So, die AK kann weg. Und haben wir sonst noch was, was ich jetzt hier lassen kann? Ja, ich breche mir da jetzt unterwegs kein Bein, oder? So. Törtchen. Habe ich denn die Törtchen gelassen? Wie lange hält das? Dauer 5 Minuten. Und dann erstmal das Kleimer hier. So, dann haben wir hier unsere Magnum. Verbände brauchen wir nicht. Alles. Halt, mach zu. Tadam. Ja, Überlegung ist, Falle aufbauen. Wie geht's weiter? Also die grundsätzlichen Laufwege haben ja funktioniert. Nun muss es nur noch stabil genug werden. Da muss ich halt mal schauen. Die Ränder auf jeden Fall verstärken. Cobblestone ist in der nächsten Runde definitiv out. Die Wände verstärken, nicht, dass da irgendwo was zusammenbricht. Und mal schauen, wie wir da noch ein bisschen was elektrisch hinkriegen. Weil solange der Elektrozaun gehalten hat, war es eigentlich ganz gut. Großvaters irre Soße. 1500. Könnte man machen. We've got wheels, tools and parts to fix them. What can I get you? Das reicht. I got vehicles so slick, they make the road runner jealous. Ja, ja, pass mal auf, guck mal da. Da.
AK, das ist nicht unsere. Die kannst du haben. Doppelläufige kannst du auch haben. Und du kannst das Heft kriegen. Naja. Komm, wir. Haben wir. So, dann zeig mal her, was hast du denn für Bücher? Er hat keine gescheiten Bücher. Gibt's hier was Tolles, was man mal für unseren Bauequator? Das ist ja schon mal Pflicht. Eine Kühlbox. Doch, für unseren Pool nehme ich die schon mal mit. Ansonsten bin ich eigentlich grundlos glücklich oder so. Taktisches Sturmgewehr können wir ja mittlerweile ein besseres herstellen. 5er Knüppel. Armbrust ist nichts für mich. Ja, und Munition kaufen. Nö. Ich weigere mich. Stahlschaufel können wir, glaube ich, selber herstellen. Auch so ein Wasserfilter, nehmen wir einen Wasserfilter mit, und dann sauberes Wasser. Ja, können wir uns mal leisten. Macht man ja nicht jeden Tag, oder? So. Rest können wir herstellen. Solarzellen, das ist alles noch so teuer. So. Oh, schwarz als Farbe. Cool. War früher schöner, da konntest du es aus den Sachen ausbauen. Jägermod, die können wir selber bauen. Nö, nee, das war's. Mehr ist nicht. Motorrad kaufen wir uns keins. Ein Trag auch nicht. Bewegungssensoren haben wir noch. Ja, und die, den Rest hat er morgen auch noch. Well, holy shit. I knew you were gonna buy something. Ja, wir wollten mal gucken, ob du noch eine Mission für uns hast. Stufe 4. Abholen, säubern. Im Osten. I've got some jobs. Have a gander. Mortisches Haus. Well, this will put another notch on your gun. Ja, wir kommen bald wieder. Ich hoffe, in einem Stück. So. Super Sache. Haufen Geld verdient, Haufen Geld ausgegeben. Ja. So, dann holen wir mal schnell noch das Zeug aus der Falle. Verstauen das zu Hause. Komm, das nehmen wir hier rein. Nicht, dass ich es verschmeiße. Und dann haben wir für heute ein gutes Werk getan. Ja, nun liegt es wieder an euch. Eure Meinungen und Gedanken in die Kommentare. Und ja, liked die Folge oder auch nicht. Abonniert den Kanal oder auch nicht. Aber auf jeden Fall schaltet morgen wieder ein. Denn dann geht's weiter. Und dann werden wir mal sehen, was ich bis dahin noch machen kann, weil ich nutze den Rest des Tages einfach mal, um ein bisschen runterzukommen, die Anstrengung der letzten Tage, und noch ein bisschen bauen. Unser Haus wollten wir ja noch bauen. Ihr wisst, wir haben noch eine ganze Menge vor uns. So, prima. Haben wir hinten noch was drin? Ja. Das nehme ich mal noch mit raus. So, mal. Da. Jawohl. Ja, bin drin. Gut, dann. Also, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.